Ja, ist wirklich mal ernst. Entenmesser. Le Duck von Outdoor Edge. Das... Naja, ich glaube, die macht hier... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Entenmesser. Ein kleines, leichtes EDC-Messer mit der ganz besonderen Entenform. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rosswald vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du beim Messerkanal dabei bist. Da geht es nur um Messer, Messer und dieses Mal um dieses Le Duck Messer hier. Ja, ich gebe es zu, ich bin ein schlechter Stimmenimitator und eine Ente macht man nicht so, aber ist vollkommen egal. Le Duck. Hier ist dieses, ja, EDC-Messer, das einerseits am Gürtel getragen werden kann, weil automatisch standardmäßig eben so ein Clip mit dabei ist, wird sich aber auch sehr, sehr gut als Neckknife eignen, müssen wir uns anschauen. Beginnen wir jetzt einfach einmal mit der Funktionalität, also zum Schneiden und Schnitzen ist mal alles total in Ordnung, ist auch halbwegs scharf, was mir total am Wecker geht, und das muss schon wieder sein, das ist dieses Chimping hier, oh ja, ein Chimping, man könnte es auch als Säge benutzen, nein, oder als Raspel, nein, also das tut mir weh, ist wirklich aggressiv, aber ja, wenn man Handschuhe hat, ist es egal, sonst verstehe ich es überhaupt nicht, aber soll so sein, gut. Sehr scharf, sehr schnittig. Mein geliebter Powercut geht nicht, weil mir der Entenschnabel dann in den Handballen drückt und sagt, Rani, tu das nicht! Rani, tu das nicht! Rani, tu sich! Rani, tu sich! Nein, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Das geht sich überhaupt nicht aus. Sonst von der Haltung her, ich kriege 3 Finger da rein, in diesen Entenhals sozusagen, in den Griffbereich und muss dann den kleinen Finger hier oben drauf geben. Solltest du nicht solche kleinen Diva-Hände haben, sondern richtige Bratzen, dann such dir ein anderes Messer, auch wenn es dir optisch gefällt. Ich meine, du kannst es dir hinhängen und hinstellen und sagen und immer wieder mal befummeln und sagen, oh, ich habe das Le Duck Messer, aber ich glaube nicht, dass du damit glücklich wirst. Das ist einmal das eine. Sonst, das Griffmaterial, das ist irgendein spezieller Kunststoff. Ich weiß nicht, ob der auf Dauer so angenehm bleibt. Das werden wir sehen, ich nehme es in den Langzeittest auf, aber es liegt extrem gut in der Hand. Taugt mir total, sehr nett. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben beim Le Duck, dass das hier eben diese Entenform haben soll oder Schwan oder Reiher, nein, der müsste noch länger sein, aber Taubenschädel könnte es auch irgendwie sein, ist egal. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber es ist ganz einfach so. Es ist ja ein Loch für ein Lanyard mit dabei, wobei ich das für ziemlich unnötig halte, aber es ist nur meine Meinung dazu, aber was weiß ich. Das ist der Clip zu der dazugehörigen Scheide, so eine Secure X Scheide, erinnert mich das irgendwie, aber, und das ist sehr schön, du hast hier einen schönen Mechanismus dabei, einen Sicherungshebel, mit dem das Messer wirklich hundertprozentig fest sitzt, also das ist sehr, sehr nett. Insgesamt auch ein sehr schlankes Design, sehr, sehr leicht, fällt nicht auf, kann jetzt also als Backup-Messer auch wirklich mit dabei sein. Hier der Gürtelclip ist natürlich ummontierbar, also links und rechts zu tragen, kann man drehen, wie man will, oder auch abmontieren und eben, ja, verwenden für ein Neckknife. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ja, dann wollen wir mal ein paar Locken machen und auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Die werden richtig schön fein. Das ist auch wirklich sehr, sehr nett. Ja, bei dem stört jetzt das Chimping auch nicht wirklich, weil ich sie nicht allzu sehr reindrücken muss. Also das ist jetzt okay. Ist durchaus brauchbar. Ist ein brauchbares Ergebnis, wie ich meine. Also da bin ich nicht unzufrieden, das passt einmal. Feuerstahlbedienung kannst du aber vergessen, eben durch dieses Chimping, aber ich glaube, dass die das auch gar nicht so gesehen haben. Und für das ist es eigentlich auch, glaube ich jetzt mal, gar nicht gedacht. Weil das Messer hat mich einfach von der Form her angesprochen und wir haben natürlich auch billige Eigenwerbung im Shop und es ist ja auch sehr schnittig und so. Aber das mit dem Chimping, das tut mich richtig, richtig weh, macht das. Und ich bin auch, wie gesagt, ich bin noch nicht im Reinen mit diesem Schnabel hier, aber wir werden sehen. Hier im Griffbereich ist hier eine Verdickung, also es ist vorne sehr, sehr schmal, wird dann immer breiter und liegt dadurch auch angenehm in der Hand. Eigentlich. Was mir ein bisschen am Wecker geht, und das muss ich schon sagen, liebe Le Ducks, Outdoor Edge, irgendwas. Und ich weiß schon, ich bin ein Suderanten, eine
eine Quarkente, die sich über alles beschwert. Nein, überhaupt nicht. Was mir schon unter Anführungszeichen ein bisschen negativ auffällt, das ist dieser Teil an dieser Stelle hier, denn da tut das Messer ganz einfach ein bisschen weh. Wenn man da blöd greift, ich habe mich da damit nämlich schon einmal geschnitten. Ja, das ist schon ein bisschen her. Ich habe damit schon ein bisschen herumgespielt. Daher weiß ich das. Das muss ein bisschen abgefeilt werden. Und das habe ich einfach selber gemacht. Ist ganz einfach so, ja? Macht das Messer schlechter? Nein, aber ist halt so. Dann Stahlsorte, weil ich da auch immer wieder gefragt werde. 8CR14 MOV. Weiß ich nicht, ob das cool ist. Auf jeden Fall ist so. Ist so. Das Messer hat natürlich auch seinen Preis, schaust dir an im Shop, ich gebe den Shop zu mir im Shop, natürlich billige Eigenwerbung, aber auch auf Amazon, wenn du das magst, kannst du das anschauen. Ja, ich weiß, ich eiere jetzt ein bisschen herum, weil im Endeffekt muss ich da echt sagen, wenn das Chimping nicht wäre, und noch einmal, manche kommen mit dem überhaupt nicht zurecht, dass ich das Chimping nicht mag, aber wenn du dieses Messer dir besorgst und dann mit deinem Daumen daher gehst und dann ein Stück Holz nimmst und das wirklich einmal länger bearbeitest und mir dann sagst, oh, mein Daumen, der findet das so geil, das ist so super, dann, also, nein, du mir dann sagst, nein, das tut überhaupt nicht weh, das ist voll angenehm und ist voll super, dann, ja, ich sag's nicht, ja. Nein, es ist richtig aggressiv, also das ist wirklich aggressiv und ich verstehe ehrlich gesagt nicht den Sinn dahinter. Wenn das jetzt ein Jagdmesser ist, dass ich zum Beispiel etwas aufbreche, wobei es mir dann eigentlich ein bisschen zu wenig abfällt, aber das soll so sein, ich jetzt Fleisch rausschneiden mag oder so irgendetwas, dann brauche ich dieses Chimping überhaupt nicht. Ja? Wenn ich im Tactical-Bereich bin und irgendwelche Feinde abwehre und mit dem Messerkampf mache, dann wird das ja, ist das ein Spaß. Ja, ich meine, was soll ich mit dem? Also daher, also für mich ist dieses Chimping absolut unnötig, aber ich habe es jetzt gesagt. So, gut. Und sonst, also das mit dem Schnabel, das ist durchaus in Ordnung. Sonst wäre das Messer richtig, richtig fett, ja, weil man richtig schön schneiden kann. Liegt auch gut in der Hand und auch mit dem, da kommt man in Wahrheit zurecht, aber das Chimping, das macht mich narrisch. Bohren kann man auch gut. Also eigentlich ist es nicht so schlecht, aber irgendwie hundertprozentig überzeugen tut es mich auch nicht. Meine Meinung dazu. Und jetzt bist du dran. Sag mir bitte, wozu gibt es das Le Duc Outdoor Edge? Was ist da der Hintergrund? Warum haben die das gemacht? Ich habe es nicht gefunden. Was ist die Idee dahinter? Hast du das Le Duc? Was ist deine Meinung dazu? Findest du genau das so wie ich oder sagst du, nein, du übertreibst, du Diva, du? Findest du, dass dieses System cool ist? Ja. Schreib mal einen Kommentar. Ich werde das Messer auf jeden Fall in den Langzeittest nehmen. Und immer wieder mal, und das ist nämlich auch der Punkt, fragen mich auch immer wieder die Leute, Reini, was Langzeittest? Schau, ich habe einen ganzen Pack voll Messer rumliegen, mehr als man braucht. Und wenn ich weggehe, da ich immer ein Messer mit dabei habe, überlege ich mir, oh, was könnte es denn heute werden? Und wenn wir in den Wald gehen, also zum Beispiel mit den Kindern oder auch nur spazieren mit der Kleinen, also dem Baby, dann sage ich, ich bin im Wald, ich brauche ein großes Bushcraft-Outdoor-Survival-Messer. Und wenn ich sage, komm, wir gehen irgendwo in, weiß ich nicht, Eis essen oder sonst irgendwas, dann nehme ich halt irgendwas Kleines mit. Ja? Und dann werde ich jetzt, und daher, da nehme ich auch dieses Le Duc ab jetzt mit. Und vielleicht ergibt sich dann irgendwann mal ein Einsatzgebiet, wo ich sage, hey, jetzt verstehe ich das. Ja? Ich bezweifle es zwar, ich habe das jetzt an den Gürtel gehängt, was übrigens irrsinnig gut funktioniert. Aber ich weiß nicht. Aus jetzt, das uns reden 18 Minuten. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ja? Schau vorbei, auch auf waldholer.at in dem wunderbaren Bushcraft-Areal, dann kannst du selber spazieren gehen mit deinen Outdoor-Messern und sie auch ausprobieren. Daumen nach oben oder nach unten, hey, jetzt habe ich schon gesagt, egal. Abo da lassen, ein paar andere Videos zum Anschauen, Link unten zum Produkt, dein René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.